Und jetzt geht es für mich in die Kochschule von Gabriele Batlock. Käsefüllung kennt man bei uns in der Schweiz überall. Also kennt man auch in Nidwalden, bei uns in der Schweiz, man kennt das Käse nach vorne. Und Käse ist ja nichts anderes als Dörrbirne, wo man mit Wasser und mit verschiedenen Gewürzen gekocht hat, noch ein bisschen Kirsch drin da hat und dann püriert hat. Oder ganz früher hat man es einfach durch so eine Hackmaschine durchgelassen. Zucker hat es natürlich auch noch drin und Zimt. Und wenn man das mal umgibt, merkt so richtig so die wärmenden Wintergewürze. Also früher war Gabi Hauswirtschaftslehrerin und Ernährungsberaterin. 2005 hat sich Gabi dann den Traum von einer eigenen Kochschule erfüllt. Dann ist das ganz etwas Originelles zum Anfang. Gabi, was läuft? Darf ich da zwischen? Gerne. Ich mache es auch gerne. Ja, wunderbar. Die Hände habe ich schon gewaschen. Sehr gut. Danke vielmals. Bitte. Darfst du auch mehr machen als eins? Ja, mal schauen, ob es gut rauskommt. Muss ich dir das herlegen? Sehr gerne. Gabi, du betreibst ja hier eine Kochschule in deiner eigenen Küche. Ja. Wie kommt das, dass du das in der eigenen Küche machst? Ja, das war damals, als wir auf der Suche waren nach einem Haus, das wir umbauen können. Hat sich das einfach dann auch so ergeben. Ich hatte damals schon Pläne, dass ich gerne würde Kochkurs für Erwachsene anbieten. Und habe aber gewusst, dann muss es auch eine bestimmte Größe haben. Und die Küche muss eine bestimmte Größe haben. Und dann hat sich das hier so wunderbar ergeben. Und nachher haben wir einfach auch gefunden, es ist nicht nötig, es ist der ehemalige Rossstall, oder? Und das ist nicht nötig, wenn es so eine grosse Küche ist. Ich arbeite ja sowieso gerne, so ein bisschen üppig, ein bisschen grosszügig. Ich tue mich gerne, kann mich wunderbar verteilen, auch wenn ich allein in der Küche bin oder mit dem Nick zusammen. Ich habe aber auch kein Problem, oder? Das sind ja auch alles, es stehen überall private Sachen rum. Ich sage immer so, unten dran das Atelier, das Esszimmer, da der Eingang, das ist so wie ein bisschen im halb privat. Oder? Ich habe viele Kurs da, mein Partner, der auch Kunden einmal hat, die kommen. Und die privaten Räume sind oben dran und ich finde es ja immer sehr schön. Ich mache jetzt noch eins auf, wenn das recht ist. Ist bei dir Kochen schon immer so eine grosse Leidenschaft, dass du gesagt hast, du willst mal eine Kochschule betreiben? Relativ bald einmal, ja. Ich habe ja sehr lange in der Schule unterrichtet und meine Mama hat schon leidenschaftlich gerne gekocht. Und ich glaube, so ein bisschen Begeisterung und Passion, die habe ich, glaube ich, schon von meiner Mama übernommen. Und ich habe schon als Kind sehr viel mitgemacht und geholfen. Und dann war es naheliegend, dass ich nachher eine Ausbildung gemacht habe. Gestaltet habe ich auch gerne als Textillehrerin und Hauswirtschaftslehrerin. Und dann habe ich noch Ernährungsberaterinnen-Ausbildung gemacht und dann ist eigentlich dann der Groschen gefallen, dass ich mir gesagt habe, ich will langsam mich von der Schule ein bisschen entfernen und in die Erwachsenenbildung hineingehen. Und das mache ich immer noch leidenschaftlich gerne. Du schienst, also ich darf wieder ruhig weiteressen. Ich gebe sonst den Teller schon rum. Danke. Was ist für dich das Wichtigste beim Kochen? Oder was sagst du immer, dass man es unbedingt sein beim Kochen? Also, dass du speziell schaust auf frische Produkte? Ja, oder? Ja. Also regional auf alle Fälle. Und ich gehe teilweise weit für die Lieferanten, also für ganz gute Produkte. Und das ist ja genau das Spannende. Es hat so viele gute Produkte rum, aber man muss sie ein bisschen suchen und manchmal findet es einem auch selber. Mhm. Und das ist auch immer etwas Schönes und Bereicherndes. Einmal der Kontakt natürlich mit den Lieferanten, man muss ja das auch pflegen. Und ich werde auch immer sehr, sehr gut bedient und es ist immer auch wieder spannend, auch wenn ich wieder etwas Neues entdecken tue. Meistens sind das Leute, die auch mit Leidenschaft ihre Arbeit machen. Aber das nehme ich schon gerade ein Wunder, jetzt hier in der Region Schweiz, ist es einfach, Leute zu finden oder zu begeistern für so einen Hochkurs? Eigentlich schon. Mhm. Ich muss sagen, eigentlich schon. Von Anfang an ist das eigentlich ganz gut, hat sich sehr gut angereist und die Leute sind sehr interessiert, oder? Und für mich ist es auch wichtig, weil ich gebe ja immer wieder laufend neue Kursthemen raus. Also ich tue nicht gerne in der Wiederholung arbeiten, sondern ich tue mich auch selber gerne immer ein bisschen auf Neues einlassen und wieder pröbeln und wieder ausprobieren und wieder neue Themen ausschreiben. Dann. Was ist dein persönliches Lieblingsgericht? Wenn ich sage, ganz traditionell, liebe ich Alpenmakronen. Wirklich? Ja. Und aber dann in der Kombination mit karamellisierten Äpfelstückchen. Also doch, Äpfel so auch okay, ja, aber karamellisierte Äpfelstückchen liebe ich auch heiß.
Und sonst habe ich auch sehr gerne die asiatische Küche, also Wokgericht zum Beispiel. Aber meistens ist es so, je nachdem, wenn ich gerade irgendein neues Thema wieder in Angriff nehme, das kann vielleicht eine indische Küche sein, oder das könnte Mese sein, libanesische oder Tapas oder so, je nachdem, dann vertiefe ich mich so in das Thema hinein und dann finde ich das einfach göttlich und himmlisch. Oder? Also es ist je nachdem, an welchem Thema, das ich auch noch gerade arbeite. Darum ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich sagen muss, welches Gericht habe ich jetzt wirklich am allerliebsten. Ja, oder? Ja. Und jetzt habe ich dich gar noch nicht selber essen gesehen, wenn ich dir das einfach so darf geben. Dann würde ich sagen, machen wir das fast wie beim Anstossen, oder? Probiere ich das auch noch geschwind. Eine wunderbare Mischung. Gabi, ich wünsche dir von dem Mal einen recht guten. Danke.